Los geht's. Ich glaube, mit dem denkbar ungünstigsten Auto, womit man hier heute fahren kann. Oma Golf. Frontantrieb knappe 1000 PS. Absoluter Unsinn, mit diesem Auto hier zu fahren. Aber da das ein reiner Spaß-Day ist, wollen wir das einfach mal machen. Und fahren da mal eine Runde mit. Sonst bist du mit dem Wagen nur geradeaus gefahren. Ja, ja. Der kann auch 0,0 um die Kurve fahren. Wir können nur mal ein bisschen rollen lassen. So, auch die Sitzposition und die Sitze sind sowas von ungeeignet, da im Ansatz mit zu fahren. Aber genau darum geht es jetzt ja. Ne? Wir wollen ja einfach mal ein bisschen Spaß haben. Sound ist auf jeden Fall schon mal da. Guck mal, wir können es ja selbst so kaum hören. So, guck mal, das ist halt Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und bis der überhaupt fährt, bist du schon wieder in der nächsten Kurve. Ne? Das ist halt das Krasse dabei. Und woran genau liegt das? Das liegt an dem großen Turbolader. Genau, der Turbolader von dem Auto ist einfach so groß, dass da einfach nichts geht. So, jetzt lassen wir auf jeden Fall die Leute durch. Turbolader ist so groß. Aber das heißt, er braucht dann so viel Luftmasse? Nee, der muss ja erstmal auf Drehzahl kommen. Und bis der Lader auf Drehzahl ist, dauert es halt. Junge! Okay, da fliegt unser Hund hinten drauf schon durch die Gegend. Hund ist doch ab. Doch ab, okay. So, ich will ihn jetzt auch wirklich nicht kaputt fahren im Sinne von um eine Kurve, weil das Problem ist, ich weiß auch nicht so, was der so an Gehkräften ab kann, was das Öl angeht. Ja. Aber geil, da zum Beispiel hätte ich gerade gedacht, dass wir aufsetzen. Nee, nee, der ist überhaupt nicht tief. Der ist wirklich gar nicht tief. Aber pass auf, jetzt zeige ich dir, was passiert. Dritte Gang. Alter Schwede. Habe ich zu viel versprochen? Ja, brutal. Wirklich brutal. Wird krass eklig, ne? Ich bin mit diesem Step auch noch gar nicht mit. Nee, wirklich. Und der ist ja abgestimmt, gangabhängig. Das heißt, der baut jeden Gang immer weiter drauf. Boah, brutal. Das ist richtig klar. Das ist heftig, ey. Das ist krass, ne? Ja. Total. So, und jetzt stehen wir halt voll drauf, ne? Und passiert einfach gar nichts halt. Ne? Also wir müssten jetzt, wenn wir hier ein bisschen schneller fahren wollen würden, müsste ich jetzt meinen Laptop ausklappen. Und wir müssten ihn wirklich in einzelnen Gängen die Leistung ein bisschen rausnehmen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Und wir müssen bei dem hier auf jeden Fall auch aufpassen, dass wir den nicht zu heiß fahren. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal wiederholen. Ich habe hier so ein bisschen die Werte im Blick. Das sieht bisher alles noch entspannt aus. Das ist ein brutales Gefühl. Wirklich. Ich sage ja, Frontantrieb ist echt eklig. Und normalerweise, genau da, wo das Auto jetzt im vierten Gang loslegen würde, da würde es erst richtig losgehen. Sonst merkt man halt, da das ein relativ leichtes Auto ist, fährt er gar nicht so schlecht. Nee, wäre echt gut, ne? So, jetzt. Das ist halt brutal, du hast halt wirklich sofort ist das Ding da. Krasser Scheiß. Das ist jetzt.
haben so viel Gummi aufgenommen. Das ist was hier vibriert. Aber heftiges, wirklich heftiges Gefühl. Was ist da für ein Lader jetzt drauf? Ja, das ist von TTE, ein gemachter Borgwana SX300. Ja, der ist halt riesig. Riesig groß. Ja, zwei Runden reichen auf jeden Fall. Klima gibt's ja nicht, ne? Nee, da gibt's gar nichts. Das ist wirklich only for race. Ja, jetzt ein bisschen abkühlen lassen und dann vielleicht noch mal ein paar andere Leute mitnehmen. Ja, ja. Dann können wir auf jeden Fall noch mal ein paar Leute mitnehmen. Oh, ich hoffe, wir waren nicht der, der zu laut war. Fällt vollkommen behindert. Wie ist es mit der Oma? Ja, dreht. Einmal ganz gerade. Dreht. Ja, kommst natürlich so hoch, weil hast du auch so 2,40 drauf. Ne? Oha. Ich hab auch gleich wieder voll durchgezogen. So, Runde Nummer 1. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, ob am Auto alles läuft. Wassertemperatur 100 Grad ist okay. Öltemperatur 110, der wird halt schnell, wirklich schnell warm. Ja, macht das, was er soll, würde ich sagen. Aber wäre tatsächlich ein bisschen warm, hätte ich gar nicht gedacht. Pass mal an, das ist halt dann Leistung. Alter. Ja, krass. Hier, guck, siehst du? Hier. Das ist das, was dann die Geräusche macht. Aber das haben wir jetzt auf der Strecke aufgenommen? Ja, ja, weil ich bin ja jetzt nicht Ideallinie gefahren, sondern außerhalb von der Ideallinie und dann kommen halt diese Glocken da drauf. Okay. Aber gucken wir mal als nächstes mitnehmen. Passiert ganz lange gar nichts. Und dann passiert ganz, ganz schnell ganz viel, ne? Ja, genau. Wir haben Dockgetriebe. Ja. Was war denn das schnellste? 950 PS GTR bin ich mal selber gefahren. Also ist wirklich, können wir hier jetzt nicht fahren. Vom Gefühl her das Ekligste, was ich selber immer fahre. Weil ab 200 macht das Ding so Meter. Ja, ja. Das aber hier wirklich so unruhig, ne? So, das geht eigentlich. Also das unruhig, finde ich, geht immer. Aber das Ding macht halt richtig Meter. Was fährt das 100-200? 100-200 bin ich 5-2 gefahren. So, ich will natürlich, ich habe keine Ahnung bei dem VY6, wie das so mit Öldruck und so ist, mit dem Kurve fahren und so. Ja, kannst du nicht, genau. Mal aber Klimaanlage an. Gerade Verzahn ist geblieben. Ja, geil, ja, richtig geil. So, also auf 2000 Drehung, ich gebe jetzt Vollgas. Das ist Vollgas. Ganz halt Vollgas. Ganz halt Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und er kommt noch nicht mal vor der Kurve jetzt. Boah! So, da würde erst kommen. Ja, aber krass, wie lange. Sperre vorne. Meinst du, die Räder drehen eigentlich ein bisschen durch? Boah. Und den habe ich schon runtergetaktet. Der ist schon runtergetaktet. Das waren jetzt zweite Gang, vielleicht ein Bar. Wer ist das? Wie viel dreht der? Ja, so 8,5. Ich hoffe, der schon. Das ist halt krass, wie lange nichts kommt und was dann auf einmal passiert, ne? Und das war wirklich nur nichts. Ich glaube, sonst wäre der sogar gar nicht so langsam. Na gut, du hast halt hier fast nie Leistung auf der Strecke, ne? Also wir mussten eigentlich die ganze Zeit bei Laune halten, sonst keine Chance. Jetzt bin ich auf die Gerade gespannt. Dritte Gang? Das war jetzt dritte, ne? Pass auf, mal gerade zeige ich dir, ich brauche nicht kuppeln. Kann, wenn ich will, kannst kann du durchziehen? Ich kann ich ihn einfach so durchziehen. Ja, also, das ist der eine Gang. Alter! Und jetzt, komm
runter. Schon, merkst du, das Vollbremse. Alter! Aber auch mit dem Gang durchziehen, das tut aber auch in der Seele weh, ne? Ja, das kannst du wirklich durchziehen jetzt mal. Bei Renngetrieben, ne? Oh. Das ist aber krass, was auf einmal passiert. Sobald die Räder vorne. Ja, also der ist von Gang zu Gang krass abgeschimpft. Also das wird dann wirklich von Gang zu Gang, kriegt er mehr Laden. Okay. Und was, das ist jetzt vierte Gang, sind so zwei Bar, fünf Gang macht er drei Bar. Da scheißt du dir so in die Hose. Das ist wirklich. Ja, das ist schon crazy. Und sowas mit Allrad funktioniert nicht mehr. Nee, fliegt alles auseinander. Dass der, wenn der zu warm wird, macht er weg. Gas weg. Okay. Also ich kann ihn gar nicht kaputt fahren. Ja. Wie lange hält sowas? Sehr ehrliche Antwort. Ja. Also die VR6-Motoren sind. Aber das kann jetzt schon jederzeit kaputt gehen, oder? Ja, ja, klar. Also die VR6-Motoren sind schon dankbar, die können schon viel. Ja. Aber klar, man müsste es eigentlich müsste man es noch weiter drosseln. Müll jetzt, ja. Und da macht er den Cut. Ah, okay. Ja, jetzt geht er aber hoch. Ja. Ist er ja noch nicht das Maximalwert, hat nicht einmal drüber gehabt. Ja. Kennst du das Auto eigentlich? Ja. Der fährt den Felix? Felix, ja. Gut, das ist das Auto, kann das ja. Ach, hier. Neue Hinterreifen drauf gerade, ne? Das ist krass, was hier passiert. Also ich sag, wenn du voll stehen lässt, hast du hier von 2,70 drauf. Was fährt das auf Ende so ein Ding? Aktuell versuche ich 300 innerhalb von 800 Metern zu machen. So, Getriebe ausgedreht sind so 33. Also wenn hier ein Sheriff reinguckt, der denkt, ja gut, hast du Omas Auto ausgeliehen, ja. Ne? Motor neu gemacht. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich bin ich froh, dass wir heil angekommen sind hier. Ja, definitiv. War eigentlich eine wirklich absolut behinderte Idee, mit diesem Auto ein paar Runden Bilzerberg zu fahren. Aber wenn man schon so viele Chaoten auf einem Haufen hat, muss man ja auch, also irgendwie ist es den Leuten dann ja auch schuldig, nochmal einen draufzulegen, ne? Ja. Und mit der Leistung mit Frontantrieb ist es einfach nur behindert, damit überhaupt zu fahren halt, ne? Jetzt muss ich dazu sagen, Auto tapfer durchgehalten. Ein Glück, so viel Zeit in die Software investiert, weil zwischendrin Mausefalle berghoch, auf einmal Motor aus. Habe ich kurz Schrecken bekommen, dachte kaputt. War aber tatsächlich so, dass ich einen Cut reingeschrieben hatte, sowohl für den Öldruck als auch die Öltemperatur. Und dadurch, dass wir nur diesen kleinen Ölkühler hatten, hatte das Auto tatsächlich 125 Grad. Und dann setzte den Drehzahlbegrenzer so tief, dass wir über der Drehzahl waren und er quasi ausgerollt ist. Krass. Ja, das Problem ist aber, in dem Fall kriegst du die Öltemperatur auch nicht wieder runtergefahren, weil wenn du keinen Kühler hast, ne, kühlt auch nichts. Hm, das stimmt. So, also sonst wirklich läuft geil, cool. Ich glaube auch, dass das Auto doch gar nicht so langsam wäre. Problem ist nur, habe ich nach ein paar Runden gemerkt, ist nicht für die Rundstrecke ausgelegt. Das heißt, ein paar Mal um eine Kurve, zack, steht das Lenkrad schräg. Das heißt, irgendwas an der Spur, Traggelenke, Sturz hat sich da direkt mit den Slicks verschoben halt, ne? Also krass. Mit den Semis.
Was ist jetzt generell so der nächste Step, den du mit dem Auto vorhast? Auf jeden Fall nochmal halbe Meile fahren. Race 1000, TTT. Zwei Events haben wir ja noch. Und mal gucken, ob man nicht in Richtung 300 kommen kann. Und auf jeden Fall einmal nochmal in Prüfstand. Einmal nochmal aufdrehen. Nochmal gehen. Müssen ja ein paar Zahlen stehen dann. So, die beiden Sachen. Sonst aber wirklich happy. Mario ist auch fassungslos gewesen, dass das Auto ein paar Runden überlebt hat. Weil, ja, ist halt wirklich, ist halt nicht für die Rennstrecke. Ne? Hm. Also für die Rennstrecke reicht die halbe Leistung, um es so rum zu sagen. Ja, was soll ich sagen? So, danke fürs Video, danke fürs Zuschauen. So viel zum Thema Pilzer Werk. Nächstes Jahr mal gucken, welche Autos wir dann so am Start haben zum Ballern. Aber war einfach nur krass, war einfach nur geil. Danke fürs Zuschauen und... Ganz kleine Ergänzung noch, hat doch nicht komplett gehalten, sondern ich war mit Felix unterwegs und da muss tatsächlich die Downpipe so heiß geworden sein, dass der Simmering von Antriebswellengelenk beschädigt ist. Das heißt, das Getriebeöl kam raus und dann haben wir lieber abgebrochen, bevor die ganze Strecke voll mit Öl ist. Also da müssen wir nochmal gucken, da kommt scheinbar doch so viel Wärme raus, dass der Flansch aus Gummi es nicht überlebt hat.